Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bondora-Update. Ja, ich zeige euch heute mal wieder, was so die letzten Monate passiert ist, beziehungsweise ich zeige euch noch den Rest vom März und dann den April, also bis jetzt, bis Mitte April. Und vorab sei natürlich gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist, wenn dann meine persönliche Meinung. Und falls ihr in P2P-Kredite, Aktien oder sonst was investieren möchtet, dann informiert euch bitte immer selbst und investiert nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder sonstiges benötigt. Ja, ihr könnt euch gerne über den Link in der Infobox oder im angepinnten Kommentar auch ein Bondora-Konto eröffnen, wenn ihr möchtet natürlich. Ich halte das Ganze für sinnvoll, weil ich eben mein Geld nicht auf der Bank liegen lassen möchte. Also beim Sparbuch kriegt man ja auch keine Zinsen mehr. Deswegen habe ich mir Bondora gemacht und da kann man halt auch schon mit kleinen Summen anfangen. Ich habe damals auch, ich glaube, 5 Cent oder 4 Cent Zinsen am Tag bekommen und das hat auch alles gut funktioniert. Und falls ihr euch auch über den Link anmeldet, dann bekommt ihr nochmal 5 Euro dazu. Ich hatte mich damals auch über so einen Affiliate-Link angemeldet und habe dann ja die 5 Euro direkt bekommen und das war ganz cool. Und ja, so viel dazu. Ja, mittlerweile, ich glaube, ich habe angefangen am 2. Juli war das, glaube ich, und habe am Anfang immer 5 und also zwischen 4 und 5 Cent. Also eigentlich nur 4 oder 5 Cent bekommen. Dazwischen ist ja nichts mehr. Hatte damals 250 Euro ausgezahlt und mittlerweile ist mein Depot über 1000 Euro wert. Und ja, Bondora eben für alle, die Bondora nicht kennen, das ist eine P2P-Plattform, wo ihr quasi Kreditgeber seid und dafür ja Zinsen bekommt. Und Bondora ist dabei der Vermittler zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer. Und mit der SEB Bank hat Bondora auch einen der größten schwedischen Banken als verlässlichen Partner. Ich kann es nur empfehlen, um eben ein paar Zinsen zu bekommen. Hängt natürlich immer davon ab, wie viel man einzahlt. Und ja, momentan, also viele machen das auch so, dass sie hier monatlich was einzahlen. Das mache ich jetzt aktuell nicht, weil ich einfach kein Geld mehr gefühlt dafür übrig habe. Als Student ist das ja immer so eine Sache. Und ja, aber wenn man halt genug Geld einzahlt und 5 Euro im Monat vielleicht dann schon bekommt, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, ansonsten schauen wir uns das mal so an. Wir sehen, Anfang März war ich hier bei einem Wert von 815 Euro und 9 Cent und dazu sind Einzahlungen gekommen von 74,53 Euro. Und wir sehen, Anfang März habe ich hier Eingänge gehabt, das sind immer die Zinsen hier, von 14 bis 15 Cent. Ja, kam täglich dazu bis ungefähr, wann war es? Schauen wir mal, genau bis Ende März, am 31. hatte ich dann noch eine Überweisung von 70 Euro. Und ja, so gesehen gab es dann auch nochmal Zinsen. Und insgesamt am Ende des Monats März stand ich dann bei 889 Euro und 62 Cent. Das ist übrigens ganz cool bei Bondora, weil man hier die Kontoauszüge einfach so ja, herunterladen kann. Also man kann das Datum dort angeben, von wann bis wann man diesen Kontoauszug haben möchte. Dann erstellt er sich quasi automatisch und ihr könnt es dann einfach runterladen. Finde ich ganz cool, wenn man diese Übersicht hat. Also das verdeutlicht das nochmal ganz gut. Gucken wir uns dann den April an. Wie eben schon gesagt, bin ich dann ja mit 889 Euro und 62 Cent in den April übergegangen. Und dann gab es auch 16 Cent pro Tag. Wir sehen es hier. Dann gab es nochmal eine Überweisung. Das kam durch Affiliate-Einnahmen. Da kam auf jeden Fall einiges rum. Also vielen Dank nochmal an alle, die sich da angemeldet haben. Und es ist natürlich auch so, wenn ihr euch anmeldet, dann erhält jeder einen sogenannten Affiliate-Link, einen Ref-Link. Ja, und da müsst ihr nicht irgendwie Finanz-YouTuber oder sonst was für sein. Also diesen Link bekommt jeder und den könnt ihr dann auch weiter an Freunde oder Verwandte oder sonst wen schicken. Und wenn die sich darüber anmelden, dann bekommt ihr eben eine kleine Provision noch.
Und das ist natürlich auch eine coole Sache, ne? Das will ich hier gar nicht verleugnen. Ja, und eure Freunde, Verwandte oder sonst wer sich halt darüber anmeldet, bekommt dann auch noch mal diese 5 € geschenkt. Und das ist halt echt eine coole Sache. Und ja, wie gesagt, das kam dann dazu. Habe dann weiterhin 19 € bekommen, also es hat sich nochmal erhöht, mit einem Kontostand von 1093,42 €. Dann sogar das erste Mal 20 Cent am 8.4. vor ja, gut einer Woche. Und ja, jetzt ist es immer so zwischen 19 und 20 Cent gewesen. Dann gab es nochmal eine Überweisung von 42,50 € und von 10 € und jetzt gerade liege ich so bei einem Wert von 21 Cent, die ich hier pro Tag bekomme. Am 14. gab es ja auch noch mal 21 €. Und ja, das ist halt mega cool, wenn man eben 21 Cent einfach so an Zinsen am Tag bekommt. Also ich meine, bei der Sparkasse oder bei der Bank, wo ich jetzt bin, da ist das natürlich nicht so. Wir haben, also wenn man das jetzt hochrechnet auf einen Monat, 21 Cent am Tag, wenn man halt mit 30 Tagen rechnet, dann hätte man pro Monat 6,30 € und das wäre halt echt schon ja, mega. Also das nimmt man natürlich gerne mit. Aufs Jahr hochgerechnet sind das dann, ich muss kurz den Taschenrechner eingeben, 75,60 € und ja, haben oder nicht haben, sage ich immer, ist natürlich eine super Möglichkeit, um auch passiv irgendwie ein wenig was zu bekommen. Also ich mache hier wirklich gar nichts. Ich gucke halt immer nur rein und sehe das Ganze und freue mich dann halt darüber. Und ja, insgesamt stand ich dann bei einem Wert von 1.168,89 € am heutigen Tage. Also heute die Zinsen kamen schon da oben drauf mit 21 Cent wieder. Und ja, bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Bin gespannt, wie der Monat April dann jetzt noch laufen wird. Ist ja gerade mal die Hälfte rum. Und ja, freut mich auf jeden Fall mega. Wie gesagt, danke nochmal an jeden, der sich hier ein Depot bei Bondora gemacht hat und jetzt auch investiert und seine Zinsen bekommt. Und falls ihr auch überlegt, euch ein Depot zu machen, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Also bislang habe ich absolut keine negativen Erfahrungen hier gemacht. Und ich bin halt am Anfang, was sowas angeht, auch immer super. Ja, also ich informiere mich vorher gründlich, wenn ich sowas mache. Und ja, bislang wurde ich halt nicht enttäuscht. Falls ich enttäuscht werde, dann würde ich das auch sagen. Aber wie gesagt, falls ihr anfangen möchtet, könnt ihr das natürlich gerne über den Link machen. Damit erhaltet ihr dann auch, wie gesagt, 5 € Anfangsbonus. Und ja, ansonsten war es das. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt sie gerne. Ich habe bei Instagram auch mal eine Fragerunde gemacht. Die findet ihr in den Story Highlights. Und ja, ansonsten schreibt mir gerne sonst bei Instagram oder in die Kommentare. Ich werde es dann beantworten. Und genau, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne oder schöne Feiertage. Habt ein paar gute Tage, erholt euch und ja, wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann.